Moshe Moshe, liebe YouTube-Mann, willkommen zurück zu einer Folge Backen. Hieß eine Folge, wir haben Hühnchen auf den Arsch. Aber zuerst stelle ich euch hier jetzt meine Giveaways von Pokémons vor. Ja, im Hintergrund seht ihr gerade eine Pokémon-Aufnahme, die ich vorhin so testweise gemacht habe mit einer Kamera und einem Stativ. Ja, ich kann da noch einiges ändern an der Grafik und, wie heißt das andere nochmal? An den Farben. Da muss ich mir wirklich noch was überlegen, wie ich das dann richtig regel. Jedenfalls bin ich dafür hier, um euch die Testaufnahme zu zeigen. Ach ja, übrigens, Sound hört im Hintergrund nicht, weil ich den rausschneiden musste, weil die Qualität wirklich schlecht war. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Stattdessen hört ihr jetzt selbst reingeschnittene Musik. Jedenfalls werde ich jetzt ein paar Pokémon-Giveaways machen. Pro Monat wird es eins geben. Wir beginnen diesen Monat schon mit dem Pokémon Volcanion. Die Voraussetzungen, um das Pokémon-Giveaway zu bekommen, sind, dass man gegen mich einen Kampf im OU-Tier gewinnt. Ja, das ist nicht allzu schwer. Also, Pokémon im Tier OU oder drunter sind erlaubt. Und jeder drei Versuche. Das ist eigentlich schon fast hinterhergeschmissen. Also, jo. Sobald der erste Kampf gewonnen ist, habt ihr das Pokémon. Die anderen Versuche verfallen dann praktisch. Ihr könnt dann natürlich noch gegen mich kämpfen, so oft ihr wollt und alles. Ja, ist kein Problem, aber das Pokémon bekommt ihr nicht mehr. Einmal reicht. Und wenn ihr verliert müsst, habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr bis zum nächsten Monat warten, wo ihr dann ein anderes Pokémon bekommt. Es werden immer so spezielle Event-Pokémon oder so ein Scheiß sein. Und ja, Vorrat ist unbegrenzt. Ich habe mir hier eine Power-Safe bestellt und die ist heute angekommen. Ja, da im Hintergrund seht ihr jetzt auch schon das eines der Volcanions. Ich habe davon die ersten beiden Reihen von Box 1 voll gemacht. Ach ja, was gibt's noch zu wissen? Genau, ein paar Kämpfe werden aufgenommen aus Regal und im Style. Ich werde noch etwas hier an dem Video-Editing arbeiten, dass die Grafik auch eventuell etwas besser wird. Aber die ist schon etwas ansehnlich. Also besser als ein paar andere Videos, die ich schon auf YouTube gesehen habe. Klar, ich habe keine Capture-Card. Ich spiele auch auf einem New 3, da kann man, glaube ich, noch keine Capture-Card reintun. Ich habe auch einen alten DS, aber ich weiß nicht, ob sich das da wirklich lohnt, das dafür nach Amerika zu schicken. Die Grafik bei einigen Capture-Cards-Gameplays waren auch nicht so prickelnd. Na gut, jedenfalls bin ich mir sicher, dass sich mit einer Kamera und einem guten Stativ auch regeln lässt. Das Wackeln werde ich auch in der Zeit noch irgendwie einschränken können. Ja, aber ganz im Ernst, von dem Wackeln sieht man auch kaum was. Jedenfalls, das wäre hier schon alles, was ihr in diesem Video wissen solltet. Das ist nur ein Info-Video. Jo, dann würde ich mal sagen, was ist mit der Aufnahme? Ihr müsst noch wissen, wie genau, ihr euch für den Kampf anmeldet. Ihr braucht mir kein Like geben oder ein Abo, das ist wirklich nicht nötig. Schreibt mir den Freundescode in den Kommentar. Mein Freundescode findet ihr in der Videobeschreibung. Wir werden uns gegenseitig machen den Kampf. Und je nachdem, wie es ausgeht, bekommt ihr dann das Vieh. Also Leute, ich hoffe mal, ein paar Leute werden sich für das Giveaway hier bewerben, falls man das Bewerbung nennen kann. Wir sehen uns dann im Kampf, im nächsten Video, im nächsten Giveaway-Vorstellungspräsentationsding. Bis dann, Leute. Ciao.